Das ist wirklich mal der Hammer. Ein Maßband, schlag- und stoßfest, mit Laserpointer, mit Entfernungsmesser, mit vielen anderen Funktionen, mit einem Kreuzlinienlaser und. Das Ganze noch vorgestellt von einer netten jungen Frau mit vielen zusätzlichen Funktionen für 2,64 Euro inklusive kostenlosen Versand. Die Werbung wurde mir neulich mehrfach auf YouTube ausgespielt. Ich habe sie mir immer wieder angeguckt und dann stand für mich fest, ich lade mir jetzt mal diese Temu-App runter. Was mich dabei erwartet hat, ob ich mein Maßband gekriegt habe, das werde ich euch in diesem Video zeigen. Das heißt, ich habe mir die Temu-App runtergeladen, ich bin auf die Temu-Webseite über die App gegangen, habe mir die verschiedensten Werkzeuge angeguckt und habe immer mein Maßband gesucht und ich habe so viele unglaubliche Schnapper gefunden und die habe ich alle erstmal einfach in meinen Warenkorb gepackt. Das war so diese Reise, die ich vorgenommen habe. Am Ende des Tages habe ich mir gedacht, na, du bist doch bescheuert. Habe das Handy aus der Hand gelegt und habe es ein paar Tage später, wurde von dieser App kam eine Erinnerung. Da wurde mir angezeigt, von wegen nur noch heute gibt es den kostenlosen Versand. Das Maßband hatte ich bis dahin übrigens noch nicht gefunden. Das habe ich auch überhaupt nicht mehr gefunden. Ich hatte dann aber einen ganzen Warenkorb voller günstiger Werkzeuge. Und mir wurde angeboten, wie gesagt, kostenloser Versand, kostenloser Rückversand. Ich habe dann für 50 Euro diesen Riesenkorb voll Werkzeuge bestellt. Und die Werkzeuge möchte ich mir heute mit euch zusammen mal angucken. Ist das alles nur Ramsch oder sind da auch wirklich richtige Schnapper dabei? Das ist immer so eine Frage, die man sich stellt. Im Prinzip sind wir ja alles Jäger und Sammler. Und wenn man sowas so extrem günstig sieht, man fragt sich immer, oh Mensch, vielleicht habe ich mal den absoluten Schnapper im Leben. Aber meistens müsste man sich natürlich bewusst sein, da kann nicht viel rauskommen zu so einem Preis. Was mir aber natürlich aufgefallen ist, egal welchen Artikel man hier anklickt, ich zeige das mal bei so zwei, drei Artikeln im Beispiel, das ist alles toll gemacht. Also die Sachen sehen alle aus zum Ablecken, sonst hätte ich hier auch nichts bestellt, das zu den Preisen. Man hat hier ohne Ende Bewertungen in der Form, was die Bewertungen auch immer aussagen, ist ein anderes Thema. Aber trotzdem, es ist wirklich toll gemacht. Von diesem ganzen Aufmachung her, das wirkt wirklich nicht irgendwo wie zum Beispiel AliExpress oder wie zum Beispiel teilweise auf eBay die Anzeigen oder so. Das ist hier wirklich alles mit zahlreichen Fotos und dergleichen gemacht. Das ist zum Beispiel hier mal ein Beispiel, das gucken wir uns gleich an. Finde ich im Prinzip nicht verkehrt, aber ob es funktioniert, wir werden es sehen für 3,38 Euro. Und marketingtechnisch hier oben gratis Versand, wie gesagt, dass der Timer läuft dann runter, dann wirst du nochmal erinnert. Das ist schon mal alles nicht schlecht gemacht. Was mich schon so ein bisschen erschüttert hat, ist der Datenschutz. Ich will das jetzt nicht im Detail hier ausführen, aber ich habe praktisch die Bestellung über die App aufgegeben. Ich war noch nie mit meinem Computer auf der Webseite von Temu. Ich habe dann eine Bestellbestätigung gekriegt auf meinen E-Mail-Account. Die habe ich angeklickt und bin dann sofort auf diese Webseite gekommen, ohne mich einzuloggen, ohne da irgendwo einen neuen Account zu eröffnen und konnte dann hier wirklich gleich meine kompletten Bestelldaten einsehen, inklusive meiner Adresse. PayPal-Konto ist zum Glück, sage ich mal so, ausgepunktet. Ne, aber trotzdem so mit Datenschutz, das dürfte eigentlich so in der Form nicht sein. Also das ist nicht ganz so schön, aber man sieht hier die verschiedensten Artikel, alles unschlagbar günstig, alles wirklich toll fotografiert in irgendeiner Form, sieht alle so wirklich alles so zum Ablecken aus. Da muss man sagen, da wird sich schon sehr, sehr viel Mühe gegeben. Und nach einer Woche ging es dann los in die Welt der Billigwerkzeuge. Das heißt, von wegen der Postbote hat mir eine riesengroße orangene Tüte gebracht. Da war alles einfach reingestopft. Ich habe hinterher versucht, das Ganze nochmal wieder so da reinzustopfen hier für die Videoaufnahmen, weil ich es erst schon mal einmal gleich natürlich Postboten aus der Hand gerissen habe, ausgepackt habe. Kriegst du nicht wieder da rein. Also ich weiß nicht, wie die das machen. Und die Ernüchterung folgt dann in dem Moment. Viele Sachen sehen in den Bildern oder auf den Bildern deutlich größer aus. Und wenn man die dann hier so in der Hand hat, wirkt schon vieles sehr, sehr ramschig. Das ist so dieser erste kleine Eindruck. Manche Sachen, ne, und dann diese komische orangene Tüte, ist schon so ein bisschen merkwürdig. Man muss aber ganz klar sagen,
Es wirkt bewusst oft größer, es wird oft bewusst so ein bisschen anders dargestellt mit kleineren Winkelschleifern oder so. Man muss da wirklich drauf achten, zum Beispiel diese Hebevorrichtung. Das ist übrigens ein digitaler Drehzahlmesser, den gucken wir uns nachher auch noch an. Das ist so das, wo wirklich meine Hoffnung drauf ruht. Der erste richtig große Griff ins Klo sind diese Schrubbscheiben, Fächerscheiben sind es genau, diese Fächerscheiben. Und zwar, die Anzeige ist jetzt auch nicht mehr da. Da stand überall was von 40 Stück für 1,58 Euro. Natürlich auch zu schön, um wahr zu sein. Es steht dann erst in der Bestellbestätigung, dass es wirklich nur eine Fächerscheibe ist. Das heißt, von wegen, da ist schon mal ein richtiger Griff ins Klo, habe ich mich drüber geärgert. Fächerscheibe für 1,58 Euro, sicherlich nichts. So ein Federkörner wollte ich schon immer mal haben. Jetzt habe ich einen. Und da muss ich ganz fairerweise sagen, von wegen, den habe ich ausgepackt, den habe ich mir angeguckt, den habe ich ausprobiert. Der funktioniert nicht schlecht. Also ist wirklich, fühlt sich nicht minderwertig an, ist sicherlich jetzt kein High-End-Werkzeug oder sowas, aber für 2,38 Euro oder so ist der wirklich super. Edelstahl ankörnen habe ich jetzt auch versucht, da ist die Körnung wirklich sehr klein. Bei Stahl oder Aluminium oder irgendwelchen anderen weichen Werkstoffen, dafür reicht er aus. Sowas wollte ich schon immer mal ausprobieren. Ist wirklich eine praktische Sache, wenn man damit irgendwas anzeichnet, irgendwas sich markieren will in der Form oder vielleicht auch hinterher da bohren will. Obwohl, wenn ich bohren will, müsste ich bei dem Körner immer so ein bisschen nochmal nachkörnen. Vielleicht kaufe ich mir sowas in einer höherwertigen Version nochmal. Ist sowas, da hat man noch nie Erfahrungen mit gesammelt, um sowas mal auszuprobieren, ist natürlich für 2,38 Euro nicht verkehrt. Das wird hier so als Holzbohrschablone oder irgendwo Holzbohrer angegeben, ist natürlich Blödsinn. Das ist eine Vorrichtung, um die Mitte anzuzeichnen. Für 1,48 Euro habe ich gedacht, schön in schwarz mit einem kleinen Magneten, kann man sowas wirklich mal mitnehmen. Und man muss man wirklich auch sagen, das funktioniert. Das kann man sich auch sehr einfach selber bauen, gibt es die verschiedensten Anleitungen, aber für 1,48 Euro, sage ich mal, kann man meistens nichts selber bauen. Und das hat man einfach mal, ich wollte mir sowas schon so lange mal basteln. Ich kann hier überall die Mitte schnell anzeichnen, ich kann hier noch parallele Anrisse machen. Das ist für mich nicht so. Für mich ist wirklich wichtig, mal schnell die Mitte anzeichnen. Das geht hier sehr gut mit dem Bleistift, aber auch mit der Anreißnadel. Also ich finde, man sieht schon, hier sind so Licht und Schatten sehr dicht beieinander. Zum Beispiel habe ich mir auch noch mal diese Polierscheiben mitbestellt. 10 Stück für 8,98 Euro inklusive Versand, da kann man im Prinzip nicht meckern. Die sind aber nur 100 mm von Durchmesser, habe ich auch nicht richtig aufgepasst. Hätte man richtig nachgelesen, hätte man das sehen können. Ich war natürlich naiv der Meinung, die haben einen Durchmesser 125. Zusätzlich haben die, auch hier steht sogar 100 mm, also musste man besser aufpassen. Es wird aber immer dargestellt mit Winkelschleifern, wo es wirklich richtig drauf passt. Ich habe noch nie einen Winkelschleifer gesehen, wo eine 100 mm Scheibe drauf passt. Also da muss man da wirklich sehr aufpassen. Scheibe löst sich nicht ab. Die Zentrierung der Scheibe passt nicht auf einen handelsüblichen Winkelschleifer. Das heißt, ich habe sie so ein bisschen zentriert gekriegt, habe damit ein bisschen poliert. Scheibe ist von der Qualität her, würde ich sagen, okay. Die löst sich nicht sonderlich schnell auf. Man kann damit also arbeiten. Im Prinzip werde ich behalten, ist auch, sage ich mal, okay von der Qualität und sicherlich auch vom Preis. Aber ich habe mir halt eine 115er oder 125er vorgestellt. Da war ich ein bisschen schnell unterwegs, da hätte ich besser aufpassen müssen. Das ist bei vielen Artikeln hier wirklich so, dass man da wirklich aufpassen muss wie ein Schießhund. Wenn ich das sehe, das ist eine Vorrichtung für eine Bohrmaschine, 3,38 Euro mit einem Schleifstein. Das heißt, ich kann hier meine Bohrmaschine einspannen und dann kann ich da mit einem Schleifstein arbeiten. Riesenvorteil, wenn ich normal mit einer Bohrmaschine arbeite und dann Schleifstein oder ähnliches drin habe, die Bohrmaschine ist wirklich für die Belastung nicht da. Hier habe ich vorne ein zusätzliches Lager, habe eine Welle, das nimmt die Belastung auf, also ich schone meine Bohrmaschine. Dachte eigentlich so, dass an den Tisch anspannen ist eine schöne Sache. Ich habe gesucht zu Hause, ich habe zwei Handbohrmaschinen, ich finde keine Bohrmaschine, die das aufnehmen kann. Das heißt, dieser Abstand vorne ist nicht mit den Standardbohrmaschinen von Bosch oder dergleichen, wo man so ein normales Futter hat. Dafür ist das wirklich zu kurz. Das heißt, ich spanne schon wieder auf dem Futter und damit funktioniert das Ganze nicht. Ich kann das so in der Form nicht einsetzen. Vorrichtung an sich, wirklich für so einen kleinen Preis, finde ich die nicht verkehrt. Noch schöner wäre es, wenn man vorne wirklich auch vielleicht einen Schleifmob einspannen könnte oder sowas. Ich finde die Vorrichtung wirklich nicht verkehrt, aber sie passt nicht zu normalen
deutschen oder hier handelsüblichen Bohrmaschinen und somit kann ich das natürlich auch überhaupt nicht verwenden. Diese kleinen praktischen Helfer, die sind ja jetzt auch sehr, sehr verbreitet. Ich wollte sowas immer schon mal ausprobieren. Ich weiß nicht, wie andere davon sind. Der hat jetzt 7,50 Euro gekostet und dafür, ich habe dann geguckt, bei eBay oder Amazon kriegt man die so ab 14, 15 Euro, also ungefähr fast die Hälfte des Preises. Es wird teilweise relativ hohe Gewichtsbelastungen da angegeben. Das kann der definitiv nicht. Das heißt, der wirkt auf in der Verpackung hier ganz anders, wenn man das hier schon so sieht. Wenn man den die Ummantelung hier hinten für den Handgriff sieht oder so, die ist wirklich sehr, sehr billig gemacht. Alles, was ich damit anhebe, rutscht im Prinzip wieder runter. Also das heißt, wenn ich da irgendwas mit anheben würde und müsste dann hinterher da unterfassen, ich hätte da eigentlich auch Probleme, da unterzufassen. Hier steht zum Beispiel was von 550 Kilo. Ich habe mal versucht, meinen Schweißtisch einseitig anzuheben. Das schafft das Gerät überhaupt nicht. Und beziehungsweise den Schweißtisch, so schwer ist er ja auch wieder nicht. Ich kann den prinzipiell an einer Seite mit einer Hand so ein bisschen anheben. Und ich habe so einen ganz leichten Kühlschrank. Das geht da in der Form, aber richtig was anheben, richtig was positionieren. Ausrichten kann man mit dem Werkzeug oder mit diesem Hilfsmittel auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, wie andere da sind. Ich habe sowas vorher noch nie in der Hand gehabt. Ich bin jemand von wegen, ich nehme einfach lieber ein schönes Brecheisen oder ähnliches, mache mir da unten Holz drunter, dass ich da irgendwo unterkomme und dann hebel ich das Ganze hoch, trete da mit dem Fuß drauf von wegen so einen modernen Schnickschnack oder so. Ich wollte es mal ausprobiert haben. Ich kann sagen von wegen, der funktioniert überhaupt nicht, der hat überhaupt keine Kraft, der hält nicht vernünftig. Also wie gesagt, da hätte ich Angst unterzufassen. Das heißt, den werde ich auf jeden Fall wieder zurückschicken und genauso wie diese Hochdruckpumpe. Die Idee, wo ich das Ganze gesehen habe, hier irgendwo für 2 Euro, man macht das Ganze auf eine Kunststoffflasche, man macht das Ganze auf eine Glasflasche, dreht das da drauf und dann hat man sich da eine Sprühflasche erstellt für den Ring. Das fand ich wirklich nicht schlecht, gerade mit so einer Literflasche. Man kann das Ganze pumpen und dann sprühen. Muss aber sagen, es sprüht, ja, es sprüht. Ich habe es mit verschiedenen Flaschen ausprobiert, aber es hält den Druck in keinster Weise. Da ist extra eine Dichtung dabei. Ich habe es nicht so hingekriegt, dass das wirklich irgendwo hält. Also es ist wirklich auch nur ein Spielzeug. Ist nichts, was man irgendwo vernünftig praktisch einsetzen kann. Und da folgt dann schon wirklich so ein bisschen extrem die Ernüchterung. Dann hast du ein Bauteil nach dem anderen, was wirklich Schrott ist. Ich habe hier eine Metallwinkelschleiferhilfe, das fand ich auch nicht schlecht, für 2 Euro. Wenn man sich das hier so anguckt, das heißt, das ist eine kleine Halterung. Die kann man hier an den Winkelschleifer anbringen. Hier gibt es sogar ein schönes Video dazu, wo man das Ganze richtig schön sieht. Das heißt, man bringt das Ganze schön an den Winkelschleifer an und dann kann man den Winkelschleifer so gleiten lassen. Habe ich mir gedacht, von wegen kannst du in Zukunft wie zum Beispiel mit einer Handkreissäge das Ganze an der Schiene gleiten lassen, kannst damit Zuschnitte machen. Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Idee und vor allen Dingen so ein ganz einfaches Hilfsmittel. In der Praxis muss ich sagen, ich habe um die 10 Winkelschleifer mittlerweile. Ich habe alles ausprobiert. Ich habe nicht einen gefunden, an den das Ganze ranpasst. Und das ist dann so eine Sache, von wegen, da wird man natürlich echt frustriert und da denkt man, wie kann man sowas nur verkaufen? Das Gleiche geht hier gleich weiter mit dem Laser. Ein Laserpointer für 1,25 Euro. Ja, was erwartet man davon? Natürlich nicht, dass man ein High-End-Bauteil kriegt. Ich habe einmal, bevor ich das Video angefangen habe aufzunehmen, habe ich einmal Batterien reingemacht, habe das Ganze einmal ausprobiert, habe die Batterien wieder rausgenommen, habe mir die zur Seite gelegt, wollte jetzt für das Video die Batterien hier schön vor der Kamera wieder reinbringen. Ich bin mal ehrlich, erzähle die Geschichte so, wie sie ist. Und beim zweiten Mal geht es mit den Batterien schon nicht mehr. Da hat sich oben irgendwas gelöst. Das heißt, die Batterien sind locker. Der Laserpointer funktioniert nicht mehr. Das ist wirklich hochgradiger Schrott. Und da habe ich auch echt extrem die Lust verloren und muss gerade sagen, von wegen habe mir diese anderen Sachen hier, die sehen so unterirdisch aus, dieses Kettensägeblatt, das würde ich mich gar nicht mal trauen einzuspannen, wenn man das sieht, genauso wie diese Universal-Kopfhaube-Schild, da wird auch so ein bisschen gezeigt, als wenn das dafür da ist, dass man damit auch arbeiten kann. Es sieht wirklich unterirdisch aus. Aber ich habe noch 2, 3 Sachen, wo ich sagen möchte, das finde ich nicht schlecht. Dieses große Polierpad hier,
mit Dorn für 2,58 Euro, kann man nicht sagen, werde ich auf jeden Fall einsetzen. Hier ist noch was für die Propangasflasche, wo man den Füllzustand sieht. Das werde ich aufkleben, da werde ich bei Gelegenheit nochmal einen kleinen Bericht drüber abgeben. Und das war so hier wirklich mein Hoffnungsschimmer. Ein Drehzahlmesser, hier steht 11,58 Euro, ich habe hier wirklich 1,30 Euro dafür bezahlt. Ein Drehzahlmesser. Ich wollte schon immer mal ein Drehzahlmesser haben. Für 1,58 Euro. Für 1,30 Euro. Entschuldigung. Den gucken wir uns mal ein bisschen genauer an. Vielleicht funktioniert der und vielleicht rettet der ja meinen Tag. Das Gerät fühlt sich wirklich nicht billig an, das muss man ganz ehrlich sagen. Hat hier zwei Tasten, also sehr einfach von der Bedienung. Das heißt, oben eine Memory-Taste, unten halt die Test-Taste. Dann habe ich da ein bisschen Klebestreifen bei. Das muss ich auf mein Bauteil anbringen. Das ist so ein bisschen problematisch, das klebt nicht überall. Ich habe es hier mit den verschiedensten Scheiben ausprobiert, an den Winkelschleifern. Wollte bei den Winkelschleifern mal die Drehzahl messen. Und dann habe ich die Drehzahl gemessen. Das heißt, den Pointer da drauf und dann wird einfach losgelegt. 2800 soll dieser 3M Winkelschleifer haben. Also ist wirklich sehr erstaunlich. Ich habe dann voll hochgedreht, dann soll er 10.500 haben und das hat er auch sehr genau. Man sieht hier von wegen 10.400. Also das finde ich wirklich mal nicht verkehrt. Komischerweise, entweder ist dieser 3M Winkelschleifer so genau oder das Gerät ist durch Zufall dann genau bei den Drehzahlen. Ich weiß es nicht. Ich habe es mit anderen Geräten ausprobiert. Mein Metabo Winkelschleifer, der kommt hier zum Beispiel bei der niedrigsten Drehzahl. Da soll er auch 2800 haben. Da kommt er nur ein bisschen tiefer. Das heißt, der ist hier irgendwo bei 2300, 2400 und ist auch bei der höchsten Drehzahl nicht so in der Drehzahl oder in dem Drehzahlenbereich, wo er sein soll. Bei dem 3M, das war wirklich erstaunlich, dass das so sehr, sehr genau ist. Hat mich wirklich verwundert. Ich habe es dann auch noch mit dem Parkside Akku Winkelschleifer ausprobiert. Der mit dem langen Hals, den hatte ich ja eben hier in der Mache. Der soll zum Beispiel 8500 Umdrehungen max haben. Hat mit diesem Drehzahlenmesser nur 6500. Also es ist ein bisschen schwierig. Man müsste eigentlich ein geeichtes Messmittel haben, davon wegen, dass man da sagen kann, das sind wirklich vernünftige Werte. Also, aber wenn man da so mit so rummisst, ich kann sagen, von wegen dieser Drehzahlmesser, der hat mir auf jeden Fall neben zwei, drei anderen Kleinigkeiten den Tag gerettet. Ansonsten, diesen ganzen Schrott hier, den schicke ich wirklich zurück. Und ich sage, viele Sachen sind dabei. Sowas müsste man wirklich verbieten. Sachen, die überhaupt nicht auf europäische, auf deutsche Geräte passen. Also es ist wirklich, da ist Licht und Schatten wirklich sehr dicht beieinander. Ich habe hier so ein paar schöne Sachen jetzt, die möchte ich gar nicht mehr missen. Mit diesem Drehzahlmesser habe ich, glaube ich, 3-4 Stunden rumgespielt. Also ich habe die verschiedensten Sachen nachgemessen, macht unglaublich viel Spaß, gibt einem unwahrscheinlich viele neue Ideen, aber viele Sachen sind einfach nur Schrott. Der ein oder andere wird jetzt sagen, Manni, du Idiot, was hast du erwartet? Habe ich auch irgendwo erwartet, aber irgendwo denkt man natürlich immer, man muss es einfach mal ausprobieren. Vielleicht sind da so schöne kleine Vorrichtungen bei, wie diese Sache für den Winkelschleifer oder so ein kleiner Laserpointer für 1,50 Euro oder so. Den hätte ich so gut gebrauchen können für verschiedene Sachen. Ich werde mir mal einen anderen bestellen, ist gut. Also, wie gesagt, das war mein Bericht zum Billigwerkzeug. Man sieht von wegen, man muss genau aufpassen, was man kauft. Man kann Schnapper dabei erzielen, aber es sind auch viele Sachen, die sind einfach nur enttäuschend. Die sind einfach, die rauben einen den letzten Nerv von wegen, ich kann das nicht empfehlen, ich habe die App wieder gelöscht, auch mit dem Datenschutz, wie die damit umgehen, das kann es einfach nicht sein in der Form. Bis dann und viel Spaß beim Schweißen, wie gesagt, ich verlinke hier unter immer ein paar schöne Sachen, wen das interessiert, ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Video, euer Manni.